Arm, nackige Bachelor-Girls. Nee, nicht die Müller. Anja, Alissa und Katja ziehen für den Playboy blank und ganz Deutschland sieht's. Auch die Ex-Freunde der Beauties aus der Kuppelshow haben natürlich ein Auge auf die sexy Pics geworfen, wie uns Paul Janke bei der Geburtstagsparty von Jan Like erzählt. Ja, ich muss sagen, der Playboy macht schöne Fotos, keine Frage. Ich glaube, alle drei können sich sehen lassen. Aber auf eine hast du doch bestimmt besonders geschaut. Ja, ich ja das erste Mal auch. Nach 3 Jahren hat es jetzt endlich gedauert, habe ich sie auch endlich mal nackt gesehen. Moment mal, endlich? Das ist dann wohl die finale Bestätigung, dass es bei Paul und Anja nie so richtig gefunkt hat. Auch Jan Kralitschka sieht seine auserwählte Alissa erstmals in dem Männermagazin nackt. Aber wie kommt das Ganze denn bei den anderen Bachelor-Girls an? Finde ich wunderschön. Es sieht sehr erotisch aus und wurde sehr stilvoll umgesetzt. Stilvoll, ja. Und? Selber blank ziehen? Ich habe es vorher erst abgelehnt, weil ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte und einfach noch nicht bereit dafür bin. Ich könnte das nicht. Keine Ahnung. Wenn ich daran denke, dass die Leute mir per Mausklick jederzeit, jahrelang, für immer im Internet dann nackt sehen. Was für ein Verlust für die Herrenwelt. Denn diese Rundungen würde man doch sicher nur zu gerne einmal unbedeckt begutachten. Aufwachsen im Schatten des Thronfolgers. Wonneproppenprinz George bekommt ein Geschwisterchen. Das nächste Kind von William und Kate wird jedoch immer die Nummer 2 sein. Aber bekommen Babys nicht eigentlich mehr Aufmerksamkeit? In diesem Fall sieht es so aus, dass das nachgeborene Kind nach George immer in der Bedeutung der Monarchie weitaus weniger ist. Prinz George bleibt also der kleine Favorit. Aber das hat für das zweite Kind sogar Vorteile. Es hat einen tollen Job, es braucht weniger zu arbeiten, hat aber dieselben Annehmlichkeiten und wird immer auf den großen Bruder schielen und der muss ran und der muss sich immer benehmen und immer ordentlich sein. Tja, Prinz Harry beweist ja auch immer wieder, als zweites Königskind hat man jede Menge Spaß. Am Serienset liegt große Ungewissheit in der Luft. Nach der Riesen-Rauswurfswelle bei AWZ soll bald alles anders werden. Doch was den beliebten Darstellern bevorsteht, das weiß keiner. Nicht einmal langjährige Akteure wie Madeleine Kanyut, die die Empfangsdame Brigitte Schnell verkörpert, werden über die Rundum-Erneuerungen informiert. Dazu kann ich genauso wenig sagen, weil wir auch nichts wissen darüber. Also Veränderungen sind immer gut, man muss es ausprobieren und da halte ich mich komplett raus, weil das muss die Produktion, das muss der Sender entscheiden. Puh, aber drückt die Ungewissheit nicht die Stimmung am Set? Solange Brigitte Schnell noch dabei bleiben darf. Nein, das muss man so nehmen, wie es kommt. So nehmen, wie es kommt? In der süßen Soap-Welt ist wohl doch nicht alles so voller Seifenblasen. Ein Stern für die New Kids on the Block. Zugegeben, wie Kids sehen Joey, Jonathan, Donny, Danny und Jordan mittlerweile nicht mehr aus. Aber dafür umso schicker. Klar, denn einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommt man schließlich nicht alle Tage verliehen. Dafür kann man sich schon mal in Schale schmeißen. Ach, schön, wie sie da so aufgereiht stehen. Knien. Und die Fans? Die schreien noch genauso laut wie in den 90ern.